Herzlich willkommen bei Path of Gaming hier in einem neuen Video. Heute sprechen wir über das neue Format, was ja jetzt durch die Bandliste entstanden ist, in Vorbereitung für YCS Las Vegas. Bleibt dran, es wird spannend. Ich schaue mir die einzelnen Decks an und wir bewerten dann die drei besten, die es aktuell gibt in meinen Augen. Und dann sind wir auch schon im Video. Wie ihr jetzt unschwer erkennen könnt, im Hintergrund habe ich einen kleinen roten Faden zusammengestellt, damit wir wissen jederzeit, über was wir sprechen und damit ich auch die einzelnen Punkte immer vor Augen habe. Wir sprechen einmal, habe ich eine Tierliste erstellt, da möchte ich meine Einschätzung teilen, habe da verschiedene Decks in verschiedene Kategorien gesetzt. Die ist natürlich schon entsprechend vorgefertigt, wie ihr das von mir kennt, aber wir werden trotzdem ansprechen, warum ich die einzelnen Decks dort gesetzt habe. Beziehungsweise werden wir natürlich nicht alle durchgehen, sondern nur die in meinen Augen sehr relevanten Decks. Falls ihr Decks habt, die ihr bewerten lassen wollt oder ähnliches, schreibt die gerne in die Kommentare. Habe ich kein Problem mit, antworte ich gerne drauf und bewerte die auch entsprechend. Das ist mir sehr wichtig dabei zu wissen. Dann möchte ich über meine Favoriten sprechen für die YCS Las Vegas und auch generell für das kommende Format. Dort möchte ich einfach ein bisschen über die Vor- und Nachteile sprechen, die diese Favoriten haben. Und am Ende möchte ich mein Feedback setzen, was ich sagen würde, was ich für YCS Las Vegas spielen würde, wenn ich da wäre, was ich leider nicht bin. Aber ich weiß, oder beziehungsweise ich möchte auf jeden Fall mein Feedback da lassen und auch kurz erklären, warum ich dieses Deck spielen würde. So, dann sind wir auch schon in der Tierliste drin. Es gibt jetzt so drei Kategorienpunkte von den vier, die ich gerne ansprechen möchte. Das ist zum einen Tier 1, viel Potenzial und auch Tier 2. Über Rogue werde ich sehr wenig sagen. Dort können sich die einen oder anderen natürlich trotzdem ihr Deck wiederfinden. Aber dazu werde ich nicht so viel sagen, da ich das ja nicht so in Anführungsstrichen relevant sind. Ich möchte aber da jetzt aber auch kein Deck irgendwie runter machen oder ähnliches oder schlecht bewerten, sondern das ist einfach ein Deck, was ich aktuell nicht picken würde, um ein Turnier zu gewinnen, bin ich ganz ehrlich. Fangen wir mal ganz einfach an. Wir beginnen von unten nach oben und beginnen mit Tier 2 an. Dort finden wir unter anderem aktuell Sword Soul, dann das Pendeldeck, was es aktuell gibt. Tier Elements habe ich jetzt auch unter Tier 2 eingeordnet. Tritron, Mathmag, dann Mikanko und auch Naturia. Diese Decks finden wir in Tier 2. Kurz ein bisschen was dazu erzählen. Sword Soul ist in meinen Augen auf jeden Fall eine sehr gute Option. Kann auch in Richtung viel Potenzial oder in Tier 1 rutschen. Aber aktuell sehe ich es eher so, dass es ein Tier 2 Pick ist, weil man da noch nicht die richtige Variante gefunden hat. Und es ist in meinen Augen ein bisschen auch noch zu fair. Denn die anderen Decks, die jetzt in Tier 1 sind, haben unfaire Interaktionen, was Sword Soul in meinen Augen aktuell nicht hat. Deshalb ist es hier in Tier 2 ganz gut aufgehoben. Dann haben wir eigentlich noch Pendel, was ich kurz ansprechen möchte. Das Pendel-Deck ist an sich sehr gut. Gefällt mir auch sehr gut, welche Boards es bauen kann. Aber es hat ein Riesenproblem. Und zwar Kashtira kann einfach die Pendelzonen lahmlegen und blockieren. Und das ist ein Riesenproblem für das Deck. Und da Kashtira auf jeden Fall relativ viel gespielt werden wird, ist ein relativ easy Pick, ist es schwer für Pendel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann haben wir noch Tierlements, was ich ansprechen wollen möchte. Und zwar Tierlements ist das aktuelle Deck, was ich denke, ist immer noch sehr gut, hat immer noch Optionen, aber man kann es jetzt aktuell noch nicht so richtig einordnen und es hat halt viel verloren. Und ich bin ehrlich, ich würde es aktuell nicht spielen wollen, weil ich mag so Decks nicht, wenn die so komplett verkrüppelt sind, in Anführungsstrichen. Also das klingt jetzt hart und ich möchte das auch nicht beleidigen oder so ausdrücken, aber ich habe das Gefühl, wenn Decks so hart genervt worden sind von der Bannliste, dann ist das besser, wenn man sich ein neues Deck sucht und nicht irgendwie versucht, da mit einzelnen Variationen rumzukrebsen. Vor allen Dingen, ich habe das Deck sehr, sehr lange gespielt und ich habe auch eine Liebe dafür gewonnen für das Deck und ich möchte es ungern in so einer Variante jetzt testen, wo ich nur noch einen Namen habe und ähnliches. Deshalb erspare ich mir das Ganze und spiele es auf jeden Fall nicht aktuell. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es wieder das beste Deck wird in naher Zukunft als einständiges Deck. Ich kann es mir als Splash vorstellen, aber als eigenständiges Deck denke ich, ist es hier auch in Tier 2 ganz gut aufgehoben. Dann würde ich sagen, gehen wir in die Decks, die jetzt in viel Potenzial stehen. Wir haben zum einen Dragon Link, das ist ein Deck, was ich denke, was sehr viel Potenzial haben kann, weil es sehr viel Kombo-Möglichkeiten hat und gerade mit Destrudo. Und auch später mit dem Fairy Dragon kann das sehr, sehr stark sein und verschiedene Sachen aufbauen. Ist es auf jeden Fall jetzt noch nicht gesolved, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das Deck sehr viel Potenzial hat und auch
den einen oder anderen Top auf jeden Fall erreichen kann und auch auf jeden Fall relevant für das aktuelle Format wird. Dann habe ich Runic Sprite als nächstes gewählt. Runic Sprite ist in meinen Augen auf jeden Fall auch ein sehr starkes Deck. Es hat ein großes Problem gegen Kashtira, weil alle Runic-Karten gebannt werden. Das ist auf jeden Fall ein großer Nachteil. Aber an sich ist das Deck auf jeden Fall sehr gut und es kann verschiedene Dinge auf jeden Fall spielen und kann natürlich dafür auch sorgen, dass es immer Kartenvorteil macht. Hierbei ist nur wichtig zu beachten, dass wir das Problem haben, dass es keine Battleface gibt in dem Deck und dass wir auch keinen weiteren Elf haben oder keinen Elf generell haben, der das Grindgame deutlich verbessert, zum Beispiel mit den Sprites. Und das kann natürlich dafür sorgen, dass diese Kombination aus beidem kein Elf zusammen und auch keine Battleface kann dafür sorgen, dass das Deck einfach schlechter ist. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo ich es einsortieren möchte. Ist es ein Tier 1 Deck, ist es ein Tier 1,5 Deck oder eher ein Tier 2 Deck? Deshalb habe ich es in viel Potenzial gelassen, weil das Deck hat auf jeden Fall viel Potenzial. Aber es ist noch nicht gesäuft und man muss da eine Richtung finden, wie man es aktuell bauen würde. Dann haben wir Labyrinth. Labyrinth ist auf jeden Fall ein Deck, was auch sehr viel Potenzial hat. Das wird ja aktuell von mehreren Spielern auch getestet. Ich denke, Going First ist es das beste Deck aktuell im Format, was wir an Trap-Decks oder generell als Control-Decks haben, das definitiv. Nur wie es Going Second ausgeht, muss man noch ein bisschen rumtesten. Hier wird ja viel schon mit Evenly getestet und ähnliches. Aber da hat man noch nicht den richtigen Bild gefunden und das ist auch nicht richtig gesolved. Und ich bin einfach mal gespannt, wie sehr es in Las Vegas gespielt werden wird. Aber ich kann mir sehr viel vorstellen, dass es sehr viel Potenzial hat und natürlich dort auch den einen oder anderen Top mitnehmen kann. Dann aber als nächstes ein Punk. Punk wurde jetzt auch hier und da wieder erwähnt und auch in verschiedenen Variationen und natürlich auch mit verschiedenen Testsachen, zum Beispiel mit der Gold Engine, mit diesen neuen Goldkarten, die es jetzt gibt. Ist auf jeden Fall kein schlechtes Deck, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch in Zukunft wieder weiter oben mit dabei spielen kann und wenn es nur die Punk Engine ist. Aber generell ist das Deck auf jeden Fall sehr stark und kann auch dafür sorgen, dass es wieder mit am Start ist in Tier 1. Dann haben wir noch ein Deck, was ich auch sehr viel Potenzial finde, was aber aktuell ein bisschen noch in der Versinkung ist, Entschuldigung, was auch sehr viel Potenzial durch Support oder ähnliches bekommt, und zwar, das ist das Dino-Deck. Das Dino war kurz rausrotiert und war kurz in einem anderen Zeitalter, hatte ich das Gefühl, aber jetzt so langsam durch viele verschiedene Interruptions-Möglichkeiten und auch das Tyranno generell einfach sehr stark ist, auch gegen Kashtira und ähnliches, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das Deck wieder aus der Versenkung kommen kann und auch wieder in dem ein oder anderen Turnier auf jeden Fall Top erreichen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein komplettes Tier 1 Deck wird, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es viel Potenzial hat und ein Tier 1,5 wird. Demnach ist es auch mit hier in der entsprechenden Liste. Dann haben wir jetzt die drei Favoriten, über die ich generell in dem Video auch noch ein bisschen mehr sprechen möchte, wo ich auch eine Vor- und Nachteilliste gemacht habe und wo wir uns später auch noch drei Decklisten anschauen werden, an denen ich aktuell bastle. Bitte bleibt hier entspannt und wisst, dass diese Decklisten nicht fertig und turnierfähig sind. Also man kann sie natürlich schon auf Turnieren nutzen, aber sie sind nicht komplett fertig oder resolved, sondern das waren so meine ersten Ansätze, die ich mit den Decks hatte. Das kurz dabei zu erwähnen, ich bin natürlich dort auch auf jeden Fall für Feedback oder ähnliches offen und freue mich einfach, die Decks auch in Action bei der WCS Las Vegas zu sehen. Wir sprechen hier über Sprite, pure Sprite, was ich denke immer noch sehr stark ist, oder auch mit Kashtira in Verbindung. Mit einem Splash oder ähnliches kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das Deck auch stark sein wird für Las Vegas. Es hat so viele Optionen, Non-Engine zu spielen. Und gerade das ist ja in einem neuen Format relativ relevant und auch interessant. Und es ist einfach sehr konstant. Und sowas ist natürlich auch für ein Event, was jetzt neu ist, auch relevant. Und kann natürlich auch für ein 3v3 sehr interessant sein. Dann generell Kashtira oder auch Kashtira genannt. Das ist natürlich das Deck schlechthin, was jetzt aktuell besteht. Ich sage nicht, dass es das beste Deck ist, aber es ist eins der besten Decks. Nur was mich sehr stört, ist der Preis daran. Aber darüber sprechen wir gleich später, wenn wir uns die Vor- und Nachteile anschauen. Und dann haben wir noch Despia als großen Favorit. Despia ist auf jeden Fall auch sehr stark, hat viel Support bekommen, hat jetzt viele Möglichkeiten wieder und ist auch ein sehr starkes Deck im Power-Level, was ein bisschen hinter Telemens gestanden hat. Aber da es Telemens jetzt nicht mehr so wirklich gibt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das Deck auf jeden Fall wieder vorne die Spitze übernehmen kann. Wir schauen uns jetzt die Vor- und Nachteile von den drei Decks an und dann sehen wir uns nachher gleich bei den Decklisten. So, dann schauen wir uns jetzt mal Despia an, Vor- und Nachteile entsprechend. Ich finde das Deck auf jeden Fall sehr stark, denn die Vorteile hier sind, damit werde ich beginnen,
Es kann Super Poly spielen, was natürlich auch sehr stark ist und auch gegen viele Decks einfach ein Blowout ist. Und vor allen Dingen, es ist einfacher im Super Poly zu spielen als jetzt zum Beispiel mit Tier Limits, denn jeder Aluba, jeder Gefallene von Albers ist mit einer Super Poly schnell ein richtig starkes Monster, zum Beispiel Masquerade oder natürlich auch Quiatis oder Mirror Jade. Und das finde ich sehr, sehr stark. Also man kann da ganz schnell aus einem Albers verschiedene Dinge bauen. Das Deck ist relativ konstant, klar, man hat manchmal Bricky Hände, aber alleine durch so Optionen wie Allure zu spielen und auch das neue, Entschuldigung, und das neue Tasking haben wir natürlich verschiedene Möglichkeiten, das Deck entsprechend aufzupäppeln und so, dass die Konstante auf jeden Fall sehr hoch ist. Und generell spielt man so viele Sucher in dem Deck, dass man sehr schnell an die Planet Fusion kommt. Das Deck hat eine hohe Explosivität. Wir können schnell starke Monster wie Mirror Jade, Quertus, Masquerade oder Ähnliches bauen und das ist natürlich sehr stark und setzt den Gegner sehr schnell unter Druck und sorgt einfach dafür, dass wir das Deck schnell in einem OTK beenden können. Wir bauen aber natürlich auch sehr viel Ressourcen auf und das ist auch sehr wichtig, gerade fürs Grind-Game. Dann gibt es noch einen Vorteil, den ich hier als Einzelkarte genannt habe, und zwar ist es der Mirror Jade. Der Mirror Jade kann Karten einfach banishen und untarget, was sehr, sehr stark ist. Und er sorgt natürlich auch für weiteres Gameplay, denn er sorgt dafür, dass du in der Endphase quasi noch einen Search dazu bekommst. Und das ist so stark, denn du kannst quasi jedes Monster, was dich im Moment stört, aus dem Spiel nehmen, gebanished und kannst in der Endphase noch was searchen. Das heißt, du kommst auf jeden Fall weiter in deiner Engine und sorgst dafür, noch Problemmonster aus dem Weg zu nehmen. Und natürlich der Raigeki-Effekt, der auch sehr stark sein kann, wenn der zerstört wird, dass man das ganze Board vom Gegner wipen kann. Ein weiterer Vorteil ist, was mir an dem Deck sehr gut gefällt, das Mirror Match ist sehr gut. Denn auch früher war es schon so, dass das Mirror Match sehr skillig ist. Und das finde ich sehr gut bei Decks, denn so hat man, ist es eigentlich relativ egal, ob man First oder Second geht, sondern man achtet quasi darauf, wie der Gegner die Ressourcen einsetzt und ähnliches. Man hat die gleiche Powerstärke und das Deck kann sich quasi auch selbst von den Feldern her besiegen und das finde ich sehr gut. Und deshalb ist das auf jeden Fall hier auch ein Pluspunkt. Mirror Match ist sehr gut. Und kann ich mir natürlich auch vorstellen, entsprechend auf größeren Turnieren zu spielen. Dann als Nachteil haben wir, das Deck spielt nur Fusion. Das sind Nachteile, die es schon vorher gab, oder die es schon vorher gab. Aber das ist natürlich ein Nachteil, den wir auch hier erwähnen müssen. Wir spielen nur Fusion. Wir haben keine Option über Link, Exceed oder ähnliches oder Synchros zu spielen. Wir haben nur Fusion. 15 Stück in der Regel im Extra Deck. Wir verlieren dadurch natürlich auch gegen die Barrier, weil wir quasi nur Fusionen aufs Feld hauen können. Und das ist natürlich sehr schade, in Anführungsstrichen, aber auch das Deck an sich und deshalb ist es vollkommen fein. Sonst wäre es wahrscheinlich zu stark. Und gerade jetzt durch Trusk müssen wir halt, oder Triple Tactic Trusk, ihr wisst, was ich meine, das neue drei Taktiken, müssen wir natürlich sehr aufpassen, denn so ist einfach die Barrier setzbar und das ist natürlich sehr stark gegen das Deck. Einen großen Vorteil hat das Deck mittlerweile bekommen. Man hat noch mehr Fusionsmonster bekommen, die man beschwören kann. Und aktuell sieht das Format auch noch nicht ganz so schnell aus. Naja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Super Pony und ähnliches auch sehr stark sein wird. Und dann klaut man sich quasi den Zug damit wieder zurück. Muss man einfach schauen. Ich kann dazu jetzt noch nicht so viel sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass die Barrier auf jeden Fall wieder einen nerven wird. Generell ist das Deck auch sehr auskonterbar mit Sachen wie Lava Golem, Kugelmodus jetzt mittlerweile und natürlich auch Anti-Spell. Das sind sehr starke Karten auf jeden Fall dagegen. Dagegen muss man aus dem Side-Deck haben und sich Gedanken machen. Und das wird das Deck auf jeden Fall nerven. Das sind die alten Probleme, die haben wir hier noch nicht wegbekommen. Aber das Deck ist auf jeden Fall generell sehr stark. Dann haben wir noch einen weiteren Punkt, der mich auch etwas stört bei dem Deck. Wir haben keinen Platz für Non-Engine. Also wir haben nur sehr, sehr wenig Ressourcen frei für Non-Engine, weil das Deck quasi ein Combo-Deck ist, in Anführungsstrichen. Und wir sehr, sehr viele Karten spielen, die in der ganzen Engine zu finden sind. Und das kann natürlich für die einzelnen Matchups ein bisschen schwieriger sein. Zum Beispiel gegen Labyrinth oder ähnliches, wo man gerne Non-Engine-Karten haben möchte. Oder auch gegen Kashtira kann das natürlich sehr schwer sein und das Matchup deutlich verschlechtern. Aber das Deck spielt genug Karten wie Super Poly, so dass es das quasi in Anführungsstrichen ausgleichen kann. Wie ihr merkt, ich bin ein sehr großer Fan von dem Deck, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob es das Tier 1 Deck wird, der Deck to Beat. Das bin ich mir noch nicht 100% sicher, aber ich sehe es auf jeden Fall als großen Contender. Dann haben wir einen weiteren Punkt, den ich auf jeden Fall erwähnen möchte. Das Deck ist sehr komplex. Das ist in Anführungsstrichen der Vorteil für das gute Mirror Match, aber der Nachteil auf jeden Fall generell,
Denn so ist es natürlich schwierig für lange Turniere, da die Konzentration oben behalten und da wenig Fehler zu machen. Aber das ist ja generell eine Sache, die ich sehr schön finde in Yu-Gi-Oh!, wenn es komplex ist, dass man da, dass da der bessere Spieler in der Regel einfach gewinnt. Und das macht es auf jeden Fall interessant und das ist ein großer Vorteil von Yu-Gi-Oh! Generell. Das ist mein, ja, das sind meine Vor- und Nachteile erstmal zu Brandon Despair. Wir gehen jetzt zum nächsten Deck über. Ich habe noch Decklisten für euch im Anschluss, bleibt auf jeden Fall dran. Ich bin auch schon bei Sprite angekommen. Hier gibt es zwei verschiedene Varianten, die man aktuell in meinen Augen spielen kann. Das ist Runic Sprite und das Pur Sprite. Man kann theoretisch gesehen auch noch Evil Twin Sprite spielen, aber davon bin ich kein Fan, denn dort fehlt auf jeden Fall der Elf richtig und deshalb habe ich das jetzt nicht hier mit aufgenommen. Kurzum zu den Vorteilen von Sprite, was ein riesengroßer Vorteil ja bei Sprite ist und auch generell schon im letzten Format war. Wir haben sehr viel Platz für Non-Engine. Das ist so gut. Dort können wir verschiedene Dinge einfach spielen, die riesig sind von der Non-Engine. Die Engine selbst ist relativ klein. Und das ist ein riesengroßer Vorteil, so dass wir quasi immer uns auf das Meta einbinden können und dort auch verschiedene Möglichkeiten aufbauen können, so dass das Deck sehr konstant ist, was auch ein großer Vorteil ist. Und trotzdem dafür sorgen kann, dass wir Power-Karten spielen, in Form von Handdrops oder auch Spells natürlich. Dann haben wir den Vorteil, das Deck ist sehr explosiv. Das Deck kann schnell große Felder aufbauen, hat einen großen Zugriff auf Zeus und ähnliches und kann dafür einfach sorgen, dass wir den Gegner unter Druck bringen und natürlich auch regelmäßig dann entsprechend das Feld clearen können und das finde ich auch sehr stark. Das Deck ist sehr flexibel, dies entsteht vor allen Dingen dadurch, dass wir sehr viele Non-Engine-Karten haben. Das heißt, wir können First oder Second gehen und haben in beide Richtungen die Karten auf jeden Fall und das finde ich schon alleine ist ein sehr guter Vorteil für das Deck. Das Deck generell verliert auch wenig gegen Handtraps, was auch sehr stark ist. In der Regel ist es so, dass das Deck dafür sorgen kann, dass man durch mehr als einen Handtrap durchspielen kann. Denn es hat meistens einen Zweier-Extender und man kann immer weiterspielen und ähnliches. Und das, man braucht schon zwei bis drei Handtraps, um das entsprechend aufzuhalten. Und deshalb finde ich das auch sehr gut gegen Handtraps. Als Nachteile habe ich Boardbreaker aufgeschrieben auf jeden Fall, denn es ist so, dass die Monster, die wir beschwören, in der Regel sich nicht vor Boardbreaker selbst schützen. Und deshalb ist so ein Boardbreaker einfach mal ganz schnell und nimmt auch mal dein Feld weg. Was in Anführungsstrichen nicht ganz so schlimm ist, denn wir können dadurch wieder Ressourcen aufbauen im nächsten Zug. Denn wir haben ja Ressourcen in der Regel noch auf der Hand durch Starter, Blue oder ähnliches. Aber es ist natürlich für den Zug auf jeden Fall hart. Generell ist jetzt auf jeden Fall ein Nachteil geworden das Grind Game. Das Grind Game war mit 11 sehr gut, denn man hat sehr oft Tod wiederholen können und ähnliches. Und das fehlt jetzt einfach. Wenn wir Tod nutzen wollen, dann können wir die in der Regel nur noch einmal nutzen. Oder vielleicht mit einer Reborn ein zweites Mal. Aber das macht es auf jeden Fall deutlich schlechter. Und es bringt natürlich auch dazu, dass die Frösche oder ähnliches auch viel mehr Bricks sind. Da wir auf jeden Fall hier keine Recovery haben und auch IP-Rare oder ähnliches können wir nicht mehr vom Friedhof holen. Und auch Blue und ähnliches können wir nicht mehr vom Friedhof holen. Und das ist ein großes Problem, was wir haben. Deshalb ist hier das Grind Game deutlich schlechter. Das Deck ist relativ gut auskonterbar, dadurch, wenn wir viele starke Monster haben und wir haben jetzt auch keinen Trupp mehr, der Omni-Negate ist. Und das ist auf jeden Fall auch ein großes Problem, was wir haben. Und generell kann es auch durch Boardbreaker, wie schon bereits erwähnt, ausgekontert werden. Also, das ist ein weiterer Nachteil. Generell finde ich auch das Mirror Match ist ein Nachteil, denn ich sehe nicht, dass das Mirror Match sehr skillig ist. Ich habe meistens das Gefühl, dass der, der anfängt, gewinnt oder der, der einfach besser zieht. Und das finde ich nicht gut bei einem Deck, wenn es sich selbst quasi nicht outen kann oder selbst die Felder nicht outen kann. Da bin ich mir aber noch nicht hundertprozentig sicher, ob das sich so am Ende wirklich durchsetzt, dass das Mirror Match so schlecht ist. Sondern da fehlt mir einfach die Erfahrung mit den neuen Varianten, die es jetzt aktuell gibt. Und ein weiterer Nachteil ist auf jeden Fall, dass das Deck sehr viele schwache Monster hat und wir jetzt auch viel schwieriger auf die Möglichkeit kommen, dass wir Gigantic boosten, nur noch mit Sprint in Anführungsstrichen. Und das ist auf jeden Fall auch ein großer Nachteil. Ich denke aber, dass das Deck auf jeden Fall immer noch sehr gut sein wird und wir werden auch natürlich im Fazit nachher anschauen, wie es entsprechend abschneidet und ob ich es wählen würde für die Weiße S Las Vegas. Bleibt entsprechend dran, wir kommen jetzt zu Kashtira. Dann schauen wir uns Kashtira mal an, Kashtira mal an, Entschuldigung für den Wortfehler. Was sind hier die Vorteile, was sind hier die Nachteile? Ein großer Vorteil bei Kashtira ist auch, dass wir viel Non-Engine spielen können, denn wir haben ja auch sehr viele Plätze noch frei nach unserer Haupt-Engine. In der Regel sind das so 12 bis 15 Stück, je nachdem, wie man das Deck bauen möchte. Wenn man es mit Adventure spielt, dann natürlich dementsprechend weniger, aber auf jeden Fall ist das ein großer Vorteil und wir können hier verschiedene Handtraps oder auch Boardbreaker oder generell Spells einbauen.
Das Deck ist sehr konstant. Es ist eine andere Art von Flander, aber in meinen Augen sehr konstant. Gerade weil wir sowas wie Pot of Prosperity und ähnliches spielen. Und das macht das Deck auf jeden Fall sehr stark. Die Explosivität ist sehr hoch. Wir hauen direkt viele starke Monster aufs Board. Und wir bringen den Gegner dadurch unter Druck, dass er verschiedene Zonen nicht nutzen kann. Und das ist natürlich auch ein sehr großer, starker Vorteil. Dann haben wir ein eigenes Makrokosmos mit Rysard. Und das ist natürlich gegen viele Grave-Decks sehr gut. Und sorgt einfach dafür, dass der Gegner Probleme bekommt, wenn sein Deck eher auf den Grave baut. Und das Deck ist recht einfach zu spielen, das ist auch ein großer Vorteil. Gerade für längere Turniere macht es natürlich Sinn, ein Deck zu spielen, was nicht ganz so kompliziert ist, um über lange Runden sich immer konzentrieren zu können. Dann haben wir die Nachteile, das Deck verliert schnell gegen Boardbreaker, das ist einfach so. Natürlich nicht gegen ein einfaches Raigeki oder so, gerade weil der Kashtira Ira auf jeden Fall immer liegen bleibt, der euch die Zonen blockiert, aber sowas wie die anderen Karten nimmt man dadurch schnell weg. Und generell sowas wie Evenly oder so ist natürlich auf jeden Fall eine starke Karte und kann der Endgegner sein. Das Deck ist sehr starr. Wir haben in der Regel eine Combo, die wir quasi immer spielen. Das ist immer dieselbe Combo. Dadurch fehlt einfach die Flexibilität. Aber dennoch sind die Combos sehr, oder ist die Combo relativ stark und konstant. Was dem Deck natürlich zugutekommt. Aber wie gesagt, es ist sehr starr und man hat nicht diese Flexibilität, die zum Beispiel Sprite oder andere Decks haben. Das Deck ist schnell auskonterbar, dadurch, wenn man viele Spellspiele die Monster übernehmen können oder auch Lavagolem und Kugelmodus, die einfach die Monster wegmachen und dann ist es wieder schwieriger ins Grindgame reinzukommen. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich auch im nächsten nochmal erwähnt habe, Nibiru Lavagolem. Deshalb, also, das sind so die Powerkarten dagegen und natürlich auch Talents oder ähnliches oder Zeus, die das komplette Feld nehmen. Dann haben wir auch noch einen großen Nachteilpunkt, der sehr, sehr schwerwiegend ist. Und zwar, das Deck ist mega teuer, weil wir sehr, sehr viele Secrets aus dem neuen Set haben. Und natürlich auch Fenrir und Unicorn aus dem alten Set, die sehr teuer sind. Das sind auf jeden Fall, oder ist auf jeden Fall auch noch ein Punkt, den wir beachten sollten. Und lohnt sich dieses Deck aktuell für den Preis, muss jeder für sich selbst auch einfach entscheiden. Und wir müssen das natürlich auch ein bisschen auf die Bewertung von den nächsten Events abwarten lassen. Wir schauen uns nun noch die Decklisten an. Dazu werde ich einfach nicht viel sagen. Ich werde sie einfach kurz einblenden und am Ende gebe ich dann noch mein Fazit entsprechend ab. Ihr habt jetzt die Decklisten gesehen. Wer da eine deepere Information drüber haben möchte oder einfach ein paar Kombos davon sehen möchte, muss sich leider bis nach der Weiß ja erst Las Vegas gedulden. Denn dort wird sich dann herauskristallisieren, welche von den Decks wirklich relevant sind für das Format. Und dazu werde ich natürlich dann entsprechend nochmal eine Analyse geben und auch mein Feedback geben und mir natürlich auch die Decklisten anschauen und darüber einfach berichten, was meine Gedanken dazu sind. Wenn euch das Video gefällt, freue ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo natürlich auf meinem Kanal und gerne schreibt ein Feedback drunter, wie ihr das Ganze seht, was eure Gedanken dazu sind und dann können wir auch gerne darüber nochmal diskutieren. Kurzum jetzt zu meinem Fazit, damit es nicht voreingenommen ist. Ich habe aktuell oder beziehungsweise ist es voreingenommen, denn ihr seht auf jeden Fall den Hintergrund. My bad dafür. Aber, also für die Formulierung. Aber mein Fazit zu dem Ganzen ist, ich würde aktuell entweder Kashtira spielen oder Sprite. Vielleicht auch eine Version, wo ich beides so ein bisschen kombiniere. Aber ich würde aktuell zum Beispiel kein Despair spielen, denn ich habe das Gefühl, dass sich zu viele Leute auf Despair vorbereiten. Und Despair ist noch nicht so gesolved, dass ich es auf jeden Fall auf einem Turnier, wo mehrere Runden gespielt werden, in der Regel 9 oder 11, da bin ich noch nicht bereit, so das Deck entsprechend zu spielen. Muss man einfach noch verschiedene Varianten testen und herausfinden, wie das Deck am Ende auszusehen hat, damit es auf jeden Fall Turniere gewinnen kann. Grundsätzlich glaube ich eher, dass ich Sprite spielen würde, einfach mit dem großen Faktor, dass ich so viel Non-Engine spielen kann und auch sehr flexibel bin, in welche Richtung ich spielen möchte. Hierbei habe ich aber das Gefühl, dass das Deck natürlich auch sehr schnell ausgekontert werden kann. Aber ich bin mir trotzdem sicher, ich würde eins von den beiden Decks spielen. Am Ende würde ich sagen, ich würde eher zu Sprite tendieren mit einer kleinen Fenrir-Engine, also mit einer kleinen Kashtira-Engine, mit dem Planet, mit Fenrir selbst, um halt einfach konstant durch das Turnier spielen zu können und auch sehr viel Non-Engine Platz zu haben. Das ist mein Fazit, also am Ende wäre es auf Sprite mit Kashtira hinausgelaufen, also mit einer kleinen Kashtira-Engine. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Bleibt auf jeden Fall dran, wenn es um Weiß jetzt Las Vegas geht.
Wir werden, also ich werde mir es auf jeden Fall anschauen und entsprechend auch meine Gedanken dazu kommen lassen und natürlich auch dies entsprechend über die nächsten Wochen mit euch teilen. Ich freue mich auch auf die nächsten Turniere, da finden jetzt auch wieder sehr viele im März statt. Und wenn ihr bis zum Ende dran geblieben seid, dann haut rein und ich freue mich darüber und wir sehen uns auf dem nächsten Event oder natürlich auch hier im nächsten Video. Bis dahin!